Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 auf der Obertalbach-Map. Hier ist wieder Fabi. Und wir starten jetzt hier gleich mal unseren Fendt 824 Favorit und tanken mal unseren Glas Mega ab. Der ist nämlich, Entschuldigung, jetzt bin ich mal ins Mikro gekommen. Der ist nämlich voll. Zeigt hier 100% an im Inspektor-Mod. So, jetzt tanken wir den hier mal ab, damit er weitermachen kann. Und hier ist der Fendt ebenfalls fertig mit dem Säen. Das heißt, ups, wir müssen mal die Kamera ein bisschen hochschieben. So. Na, wo ist denn der Anlasser? Ich finde ihn nicht. Ah, da war er. Okay. Auf jeden Fall müssen wir mit dem jetzt mal darüber zu dem Feld, wo wir in der letzten Folge mit unserem Dominator 85 noch geerntet haben. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, wieder unsere Absicherungstrailer. Also holen wir mal den Schlüter her. Mit dem Absicherungswagen hinten dran. Denn wenn der hier wendet, käme er sonst vielleicht mit dem Verkehr in die Quere. Der hat sogar ein Warnblinklicht, okay. Volles Lichtskript. So, den stellen wir hier hin, würde ich sagen. Klappen ihn auf. Machen die Blinklichter an. Den Pfeil lassen wir in der Mitte. Was machen wir denn? Gesperrt. Stau. Überholverbot. Ja, nehmen wir Achtung. Nehmen wir das Achtungsschild. So. Weil die müssen jetzt warten hier. Jetzt haben wir nur das kleine, aber feine Problem, dass uns für den zweiten Hänger einer fehlt. Ach ja. Wir haben keinen Traktor mehr frei. Vorteil ist, wir brauchen keinen riesen Traktor dafür. Da reicht irgendwas Billiges. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen den Hatz. Der ist so schön billig. Ja, wir nehmen den Steyr. Der hätte halt auch noch ein bisschen Leistung, um was zu arbeiten damit. Nee, ich halte mich schon wieder eigentlich zu lange im Shop-Menü auf für so irgendwas Einfaches. Deswegen. Nee, den nehmen wir auch nicht. Wir nehmen den hier, das Billigste, was wir irgendwie kriegen können. So, der erntet noch. Und jetzt nehmen wir hier den kleinen Hatz. Was auch ein bisschen blöd war, weil ich ja in irgendeiner der letzten Folgen, glaube ich, den Deutz verkauft habe, den wir noch hatten. Das ist aber ein süßer kleiner Traktor. Und genau das Richtige für so einen Absicherungstrailer. Denn der soll ja nur diesen Absicherungshänger da ziehen. So, wir fahren hier mal querfeld ein. Wortwörtlich. Halt, der steht andersrum. Wenn ich jetzt noch das richtige Pedal finden würde zum Bremsen. Einfach mal geradeaus weitergeschossen. Oh,
War das noch ein Einzylinder? Es klingt fast so. So, da hängen wir den an. An dem macht er auch nicht so komische Sachen wie an dem Fendt. Das ist auch okay. So, hier vorne steht unser Absicherungstrailer. Der hier die Straße schön dicht macht. Und den hier stellen wir daneben. Und wir stellen den jetzt mal hier so dann hin. Jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, bis hier der Verkehr durch ist. Müssen wir den erstmal auf die Seite fahren, damit der Verkehr hier durchgeht. So. Und sobald der Verkehr durch ist, jetzt zum Beispiel, stellen wir hier den kleinen Hatz auf. Machen die Warnblinkanlage an, klappen das Schild hoch. Bei dem Pfeil wollte ich wieder nicht, sondern... Das hier wollte ich, genau. So, und dann kann der nämlich weitermachen. Immer noch rocken. So, die stoppen hier schön den Verkehr, damit der in Ruhe wenden kann. Ich meine, die Hänger sind schon nicht schlecht. Die habe ich mir halt auch extra mal für diesen Zweck runtergeladen irgendwann mal. Ist aber schon länger her. So, wo steht er denn? Hier drüben. So, dann machen wir den mal wieder leer. So, das wird gar nicht mal ganz reinpassen, was da drin ist. Da müssen wir nochmal zum Ausleeren fahren. Zumindest spare ich mir durch die Absicherungstrailer diese blöden Kollisionen mit dem Verkehr. Die sperren hier schön ab, die zwei. Hier zum Hof. Und dann müssen wir das ganze Zeug natürlich nochmal düngen, was wir jetzt gesät haben. Gott, mit vollem Hänger hier in der Steigung, das ist nicht mehr löblich. Ich stehe hier gerade voll auf dem Gas. Ja, 25. Mal gucken, weil ich ja vorhin das Schneidwerk zurückgesetzt habe und den Schneidwerkswagen. Jetzt steht das hier mitten in der Gegend rum. Das heißt, ich halte hier direkt an zum Auskippen und dann versuche ich hier hinten rechts rumzukommen. Das ist dann das normale Schneidwerk für unseren Glas Mega.
das hier rumliegt. Das werden wir dann für die nächste Ernte brauchen, wenn es an den Roggen geht. Außerdem ist unser Mega schon wieder ziemlich voll, weil wir ihn ja nicht ganz leer gekriegt haben. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Gut, aber schneller als 50 geht halt mal nicht. So, Gegenverkehr haben wir keinen zu erwarten. Denn? Ach, da vorne. Hä? Habe ich den jetzt gerade echt nicht gesehen, dass der da gerade wendet? Naja. Auf jeden Fall ist das mal ein richtig ordentliches Feld hier, wo wir gerade drauf sind. Und ich meine ja, gut, die größten Felder sind ja eigentlich hier hinten. In dem Bereich, das sind wir ja eigentlich noch gar nicht. Gut, der andere hängt jetzt gerade am Baum. Das ist ein bisschen blöd. Moment, da muss ich mal gegenlenken. Gut, wir haben natürlich jetzt ordentlich Platz zum Rangieren. Jetzt mal schnell von außen. Denn dann fällt es mir ein bisschen leichter, hier sich wieder ordentlich anzusetzen an die Spur. So, wir schieben sie noch ein bisschen rüber. So. Jetzt können wir unseren Helfer wieder anmachen. Wir können wieder auf unseren Fan springen, denn der Mähdrescher ist schon wieder voll. Hat auch seine Rundumleuchte brav angemacht, dass er voll ist. So. Ja, das Feld ist schon nicht schlecht hier. So, der muss jetzt noch einmal da runterfahren. Und einmal wieder hoch. Dann hat der es auch geschafft. Das ist halt das, was ich meinte mit der höheren Flächenleistung, die wir jetzt irgendwie mal schaffen müssen. Allmählich. Das ist natürlich schon mal ein Riesenschritt mit der neuen Sämaschine, die wir jetzt da haben. Die gruppert und sät in einem Schritt. Das spart uns natürlich einen Haufen Arbeit und Zeit. Gut, der bleibt zwar mal am Baum hängen, aber schafft es trotzdem zu wenden. Steigen wir hier mal aus und erwarten den mal. Da kommt er. Nee, das will ich jetzt nicht mehr. Du sollst nicht mehr wenden. Das Feld ist soweit so gut fertig. Irgendwie wird es gerade ganz schön dunkel. Ich glaube, es wird wahrscheinlich in dem Spiel gleich ein Regen kommen. Obwohl, wenn ich bei mir so aus dem Fenster gucke, sieht es genauso aus. Das ist auch der Grund, warum ich an einem Sonntagnachmittag Landwirtschaftssimulator aufnehme.
So. Sieht ganz gut aus. Dann kann man wieder den Helfer anwerfen hier. Der sät uns auch noch dieses Feld. Der hier macht noch den Rest fertig. Und die hier mit den Absicherungstrailern können eigentlich wieder weg. So aus. Zuklappen, Warnblinker aus. Dann können wir die nämlich wieder wegfahren. Ich weiß bloß noch nicht so ganz, wo ich die park. Ja, super. Ich habe echt ein Talent, hier über diese komischen Autos drüber zu fahren. Komm, geh rückwärts. Bitte geh rückwärts. Ach ja. Mal gucken, ob wir den hier runterkriegen. So, das aus, das zuklappen. Jetzt brauchen wir echt noch Licht hier. Der Warnblinker ist noch an. Ah, die Fahrzeuge haben sich resettet. Ich weiß bloß nicht so ganz, wo ich jetzt diese Hänger noch hinstelle. Die brauchen wir jetzt nicht allzu oft. Die stellen wir mal hier bei der Tankstelle hin, würde ich sagen. Eigenartig. Ich stand eigentlich auf der Bremse. Vielleicht liegt es an dem alten Traktor, dass die Bremse nicht mehr so gut läuft. Denn, ihr habt sie gesehen, wir sind voll in die Mauer gekracht. So. Müssen wir mal gucken, dass wir ihn hier noch rumziehen wieder. Halbwegs vernünftig. Und den lassen wir hier auch mal an der Tankstelle stehen, den kleinen Hatz. Der hat sogar ein Arbeitslicht. Wie geil ist das denn? Der hier hängt gerade vom Baum. Komm, wenn. Ach, in der Steigung ist das alles nicht so einfach. So, der Fendt wird jetzt auch allmählich dreckig durch die Feldarbeit. Ach ja, das sollte vielleicht mit beiden Händen lenken, dann ging es vielleicht ein bisschen schneller. Jetzt bis man sich mit einer Hand abkurbelt. So, passt das wieder einigermaßen? Ich denke schon. Oh Gott, ich bin ja voll über die Zeit drüber. Super. Dafür, wenn man mal so 5 Minuten nicht auf die Uhr guckt. So, wir stellen jetzt hier noch diesen Hänger hin. Fahren den Schlüter noch ein bisschen auf die Seite. Weil nicht mal der Schlüter hat ein hinteres Arbeitslicht. Ihr seht's hier. Also ich kann nur Licht an, Licht aus. Der hat hinten kein Arbeitslicht. Der kleine Alte hat's da schon. Wir stellen ihn mal hier an den Straßenrand. So. Und nachdem wir jetzt schon so extrem über die Zeit drüber sind, werde ich mich von euch mal wieder verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann auf unserem letzten Acker noch weitermachen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, sagt Fabi.